Heute darf ich euch mitnehmen zum höchsten Skigebiet Amerikas. Breckenridge in Colorado. Auf 3914 Meter liegt dieser Punkt hier oben und ist damit höher als Zermatt. Kann man sich kaum vorstellen. In diesem Video zeigen wir euch, wie das Skifahren hier so ist, wie die Schneeverhältnisse sind und wie generell das Bergleben und Skifahren in Amerika gelebt wird. Viel Spaß damit. Das ist anderes Skifahren. Damit der Basti wieder schnell wird. Und damit herzlich willkommen in Breckenridge und auch herzlich willkommen in den USA. Es ist für mich das allererste Mal hier in einem Skigebiet in Nordamerika. Basti ist hinter den Kulissen mit dabei und wir haben jetzt schon einiges erlebt auf der Reise hierhin nach Denver. Wir sind hier in Breckenridge, eine Stunde Autofahrt von Denver entfernt. Und wenn man dann hier so ankommt, dann sieht man all diese Gebäude, die man sonst nur in Filmen gesehen hat bisher. Also zumindest geht es mir so. Die Liftschlangen, die ja auch so anmuten, wie man es in Social Media häufig sieht, dass in Nordamerika die Liftschlangen sich manchmal auftürmen bis zum Get-No. Und jetzt geht's auf in die Erkundungstour hier im Skigebiet. Zunächst einmal verschaffen wir uns einen Überblick an einem amerikanischen Pistenplan. Was daran besonders ist, das schauen wir uns jetzt an. Breckenridge, 153 Pistenkilometer, 35 Lifte, die es hier gibt. Und das eben rauf auf 3912 Meter. Hier oben an diesem Punkt. Und stellt euch diese Zahl mal wirklich vor. Ja? Das kann man sich eigentlich bei der Landschaft, in der wir hier unterwegs sind, gar nicht vorstellen. Und was wir auch sehen, hier ist nichts mit blauer, roter, schwarzer Piste als Markierung, sondern es gibt eben grüne Pisten, das sind die Einsteigerpisten. Blaue Pisten kann man wahrscheinlich so zwischen blau und rot markierten Pisten in Österreich sehen. Und dann kommt einmal Diamond, Double Diamond und Triple Diamond. Also dreimal schwarz ist hier das schwerste Gelände, was man befahren kann. Auch das werden wir mal testen, wie das jetzt tatsächlich hier in Amerika so ist. Was ihr auch seht, wenn man sich diesen Plan dann guckt, guckt mal hier, ja. Verschiedene Rennen, die hier einfach so ausgezeichnet werden. Ganz, ganz viele an der Zahl. Also quasi viel mehr bebaut, viel enger beieinander, als es vielleicht in Österreich so gang und gäbe ist, wie wir es von dort aus kennen. Und dann hier ganz viele Spines, ganz viele Couloirs, Bowls, die man durchfahren kann. Genug Überblick verschafft. Jetzt geht's mal rein in die Liftschlange und dann geht's zum Skifahren. Die scannen nicht einfach hier ab. Hier gibt's keine Drehkreuze, sondern es wird einfach abgescannt. Die ersten Meter. So sieht es nämlich aus. Auch erstmal den Schnee ausprobieren hier oben. Der Schnee ist krass, also sehr weicher, fluffiger Schnee, nicht schwer, nicht nass. Und liegt sehr kompakt auf, kannst du super gut carven. Ich glaube auch gar nicht, dass sie hier schwer präparieren, sondern dass es einfach so läuft tatsächlich. Wir werden hier heute vom Wind weggeblasen im Breckenridge und hier seht ihr jetzt den Lift, der uns eigentlich zum höchsten Punkt des Skigebiets führen würde. Da oben 3914 Metern über Normal Null und damit ist dieser Liftpunkt da oben der dritthöchste der Welt und eben der höchste in Amerika. Nur noch China und Indien sind höher. Wir sind hier höher als Zermatt. Es ist alles so leicht hügelig, aber hochalpin mit schroffen Bergen. Das ist hier eben nicht. Das ist anderes Skifahren. Und bevor wir hier weiter im Wind stehen, geht's direkt weiter nochmal runter Richtung Breckenridge. Kommt mit! Also alles ist möglich. Du kannst hier wirklich durch diese verschiedenen Rinnen fahren, durch den Wald. Wir sind hier gerade in der sogenannten Psychopath-Rinne. Die fahren wir jetzt mal runter und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Auch da drüben durch den Wald, alles Buckelpiste, ganz anderes Skifahren. Der Lower Psychopath, da drüben der Frozen Freezy. Also die Pisten und Abfahrtsnamen sind auch der Hammer. Geil.
Richtig geil. Wenn man hier so am Lift steht, dann fällt einem vor allen Dingen eines auf. Erstens ist es mega sortiert. Thanks. Also es gibt hier ein ganz besonderes System, was Basti und ich noch nicht verstehen. Aber es funktioniert wirklich super. Alle sind mega angenehm. Und die Skier, alle Ski, die hier gefahren werden, sind breit. All Mountain Ski, Freeride Ski, das ist hier so das große Ding. So wie bei meinem Stöckli Laser GS hier gerade, sieht man fast gar nicht. Dafür ist das Niveau auf den Pisten auch, ja, die fahren einfach. Es macht halt einfach, also Riden ein bisschen Spaß. Überall mal so einen kleinen Bump mitnehmen, an den Bäumen vorbei. Das ist hier gelebtes Skifahren. Und macht ja auch Spaß. Basti, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt zu den Kategorien der Skipisten. Ja, jetzt, also, ja. Hier in dem Gebiet ist es halt so, die denken gefühlt gar nicht so sehr in Piste, so wie wir das denken. Du hast hier so für uns, würde ich sagen, blau, vielleicht ein ganz bisschen rot. Aber schwarze Pisten, so wie wir es kennen, breite, steile, gut präparierte schwarze Piste ist hier nicht. Wenn es hier schwarz wird, heißt das in den Wald und dann heißt es Bumps. The Burn, Basti. The Burn, das klingt an mir. Das hört sich doch gut an. Da burns. Brenn die Schinken. Bringt er dann doch schon ein bisschen außer Atem. Ja, oh, geil. Berechtigtermaßen ein Double Black Diamond, ja. Und die heizen da ja runter und manche können es halt auch gar nicht. Also es ist halt, ne? Du hast einen soliden Geschmack. Zu einer echten Skigebietsvorstellung heißt es auch Essen fassen und mal ausprobieren, wie die Gastronomie hier so ist. Grundsätzlich sagt man ja, dass die europäische Gastronomie, also in den Alpen, insbesondere Schweiz, Österreich, da nochmal ein bisschen mehr zu bieten hat als hier. Das werden wir jetzt mal auschecken und auch vor allen Dingen die Preise. Sonst rede ich in meinen Videos ja seltener über Preise, weil es sich in den Alpen auch ja von Jahr zu Jahr in Feinheiten ändert. Hier möchte ich es aber vor allen Dingen mal betonen, dieses Gebiet gehört zu den Vail Resorts und die Vail Resorts, die werden zusammengeschlossen in eine große Gruppe mittlerweile und hier haben wir heute Morgen $279 für den Skipass bezahlt, also umgerechnet 250 Euro für einen Eintages-Skipass. Dabei ist es aber so, dass man günstigere Angebote bekommen kann, wenn man früher bucht und auch einen Epic Ski Pass für die gesamte Saison bucht. Die Preise sind aber wirklich abartig und ich glaube, dass das genau hier auch sich zu Buche schlagen wird. Das sehen wir jetzt. Probieren wir mal aus. Basti, eine kleine Pommes und ein Kaffee geht sich schon aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Pommes können die doch, oder? Ja, genau. Diese Videos hier werden übrigens auf eigenfinanzierter Basis erstellt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, haut uns ein Weißbier unten in die Super Thanks oder in die Buy Me a Coffee Links. Das ist sehr gut, weil ja, Amerika ist ein teurer Trip, aber die Videos machen jetzt auch richtig Spaß. Also, auf geht's. Also, Veggie-Burger mit Pommes und so einer Ghetto-Light und einem Wasser. $37 macht so ungefähr 35 fürs Essen. So lässt es sich leben, oder? Spannend. Gerade hier noch einen leckeren Kaffee gegönnt, den gibt es auch nicht in klein. Und gerade gab es auch die erste Zuschauerbegegnung, das müsst ihr euch mal vorstellen. Hier in Amerika schaut jemand die Videos. Ja? Er schuckt natürlich dann auf Deutsch, es gibt ja keine Übersetzung. Konnte ein bisschen Deutsch, aber vor allen Dingen Englisch. Und wie wäre es eigentlich für euch? Seht ihr das, dass die Videos auch übersetzt werden sollen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und jetzt erstmal hier Koffein, damit der Basti wieder schnell wird. Jetzt geht's für uns zurück zum Ausgangspunkt von Breckenridge, wo wir gestartet sind. Ja, das war jetzt eine typisch grüne Piste und hier seht ihr jetzt einige der großen Bauten, ja, genau so. Oder ähnlich sieht es ja auch in Frankreich aus, alles so fett hingestellt. Hier vor die dicken SUVs, das ist auch Teil von USA, den wir hier gerade erleben. Das ist einfach, ja, große Autos, große Gebäude.
alles einfach in groß. Nochmal richtig gute Abfahrten hier durch die Buckelpisten, durch den Wald und jetzt hier unten angekommen. It's a wrap an diesem großen ersten Tag in Amerika, wo wir die Skigebiete auschecken wollen. Und an dieser Stelle haben wir das höchste Skigebiet Amerikas uns angeschaut, Breckenridge. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen. Kurze Zusammenfassung als allererstes mal zur Höhenlage. Ja, wenn man das hier jetzt mit Zermatt vergleicht und den Ausblicken, die man dort in der Schweiz und Frankreich bekommt, dann ist das nicht wirklich vergleichbar, was die alpine Atmosphäre angeht. Es sind eher diese Hügel und das ist auch irgendwie besonders. Die Höhenluft an sich merkt man nicht so stark. Basti und ich hatten uns heute jetzt nicht so stark mit der Luft zu kämpfen. Also diese 3800, 3900 Meter, die sind irgendwie ja doch nochmal anders im Gefühl. Und was wir heute auch gesehen haben, ist so ein Ski wie hier der Racecarver von Stöckli, der Laser GS, der ist im Gebiet fast gar nicht da. Alle sind auf diesen breiteren All-Mountain-Ski etc. unterwegs und das gelebte Alpenfeeling, das sieht genau so aus. Große, verrückte Gebäude mit viel Luxus, mit viel Platz, mit viel, naja, eben diesem besonderen amerikanischen Charme. Und den werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal weiter auskundschaften, verschiedene Gebiete dafür ertesten. Ja, und das war es also, das erste Video unserer USA- und Kanada-Reise. Ich stehe hier gerade schon ein paar Orte weiter im Cowboy Resort in Jackson Hole. Und gestern sind wir das Corbett's Couloir gefahren, der Basti und ich. Also es werden in den nächsten Wochen richtig gute Videos folgen. Hier seht ihr gerade auch nochmal den Reiseplan grob eingeblendet. Hat sich immer ein bisschen verändert. Was ihr aber machen könnt, ist bei Instagram. In den Instagram Stories habe ich ein Highlight verlinkt. Das habe ich euch auch unten in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, guckt euch das an. Da könnt ihr der Reise wirklich aktiv folgen. Ansonsten seht ihr hier gerade ein nächstes Video aus der USA-Reise eingeblendet, wenn es dann schon da ist. Am Sonntag kommt das Corbett's Couloir, eine der krassesten Abfahrten, die Basti und ich je gemacht haben. Das seht ihr dann hier eingeblendet. Ansonsten hier aktuell das Stöckli-Gewinnspiel. Dort könnt ihr aktuell einen Ski gewinnen. Also nichts wie los in diese Videos und wir sehen uns weiter auf dieser Reise. Es wird ein richtiges Fest. Grüße gehen raus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!